Hallo meine Liebe, es ist wieder Mio-Zeit. Ich darf dir wieder meine neuesten Sachen präsentieren. Und davor wollte ich dir noch erzählen, wir haben nächste Woche am Sonntag bei der Gemeinde im Festsaal in Bottendorf eine große Veranstaltung am 3.3. mit über 30 Unternehmerinnen, die dort ausstellen. Wirklich so schöne Sachen, es werden wunderschöne Stände. Also vieles Handgemachtes, viel Beauty natürlich, Honigprodukte, Dekoration, Haushalt, Gesundheit, also wirklich eine ganz große Vielfalt, Beauty natürlich, ich glaube, das habe ich eh schon erwähnt, und eben dieses Kunsthandwerk, schau dich um, es sind wirklich ganz liebe Kleinunternehmer aus der Region, auch viele aus Bottendorf, die auch stellen. Und wir bieten auch sehr viel für Kinder an. Wir haben eine Spielecke, wo du mit den Kindern spielen kannst. Wir haben ab 11 Uhr eine Mini-Disco, ja, wo meine Kinder sicher auch abgehen werden. Wir haben wieder Kinderschminken. Und später um 14 Uhr haben wir dann unsere Modenschau. Und um 16 Uhr das erste Mal die Wahl zur Fashion Queen. Und das will ich dann nur ganz kurz erklären. Jede, die bei mir eingekauft hat am Stand, hat die Möglichkeit, das komplette Outfit zurückzugewinnen. Also der Erste bekommt das komplette Outfit, alles was sie am Stand gekauft hat, Kette, alles was Gürtel, Oberteil, Unterteil, bekommt die Gewinnerin komplett in bar zurück, und Platz 2 und 3 bekommt 50% von ihrem Einkauf in bar wieder zurück, und das wählt dann eine Jury vor Ort. Da sind auch wieder Unternehmer aus Bottendorf, der Bürgermeister ist dabei, und ja, ich bin schon so gespannt, so aufgeregt. Wir stehen schon in den Startlöchern und freuen uns einfach schon riesig auf dieses große Event, und ich würde mich sehr freuen natürlich, wenn du vorbeikommst, wenn du Freundinnen, Familie mitnimmst und das weitererzählst, das wäre ganz, ganz toll. Dann wollte ich da noch erzählen, wir haben jetzt schon sehr viel wunderschöne Herrenmode, also wir stocken immer mehr auf, ich glaube, ich muss bald eine eigene Filiale für Männer eröffnen, also es sind wirklich so schöne, klassische, edle Hinguckerteile. Heute habe ich einen Kollegen nämlich da stehen und nicht meine Kollegin wie normalerweise, und da zeige ich dir gleich vielleicht ein Outfit. Da haben wir eben so eine richtig lässige Lederjacke, also veganes Leder natürlich. Die gibt es in schwarz, aber auch in so einem Camelton. Ich glaube, sie kostet 79, die ist jetzt nicht angeschrieben, kann ich da nicht genau sagen. Hat einen wirklich tollen Schnitt und ist auch ganz normal geschnitten. Also mein Mann hat 95 Kilo, ist 1,83, 86, und dem passt die Large. Ja? Und die gibt es von Größe Small bis XXL, gibt es diese Lederjacke. Dann haben wir auch diese Shirts, die sind ja da wie so abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Also ein bisschen was Schickeres, kein 0815 T-Shirt. Ich glaube um 21 Euro in ganz vielen Farben. Ist auch länger geschnitten, also nicht kurz, aber schmal. Das ist wirklich für kleine Größen. Da passt meinem Mann nur das XXL. Also da muss man wieder zwei Nummern abziehen. Bei dieses T-Shirts dann eben diese schöne Hose, die gibt es auch in so einem richtig, ähnlich wie dieses Blau jetzt von mir, gibt es die auch. Also wir haben wirklich so viele schöne Herrenmodelle bekommen. Dann habe ich hier auch ein Gilet für Männer, das ist jetzt schon das letzte leider in Rot, das gibt es noch in Large. Kostet 69 Euro, das gibt es noch in verschiedenen Größen, da habe ich jetzt die Doppel XL, wird dann wieder in den Large Mann passen, und da auch ganz edle, schöne, dünne, leichte Pullis. Da ist aber auch ein bisschen Kaschmir mitgemischt, also er wärmt auch noch, also er ist zwar schön dünn, aber eben Kaschmir ist einfach die edelste Wolle, das ist ein bestimmtes Schaf, das aus Kaschmir, und da finde ich auch schön, bei so einem klassischen Pullover, wenn man zum Beispiel ein Hemd drunter anzieht und der Kragen da hervorschaut, finde ich, schaut richtig
schick aus. Die kosten 51 Euro und gibt es auch von Größe Small bis XXL, ist aber auch wieder kleiner geschnitten. Also musst wieder zwei Nummern abziehen. Das finde ich auch schön, wenn du da den Pulli drunter anhast und einfach dann das Gilet dazu, vielleicht gleich mit der beigen Hose, auch eine richtig schöne Kombi. Dann ein bisschen sportlicher, eine Weste. Die ist aber normal geschnitten von den Größen her. Die ist auch wärmer, die kannst du auch jetzt anziehen, wenn es so 15 Grad draußen hat oder 14, 15 Grad hat sie ja meistens schon untertags. Mein Mann liebt ja Westen, der zieht sich immer, der zieht eigentlich kaum Pullis an, der gibt, hat ein T-Shirt und einfach dann eine Weste. Und die wärmt auch noch ein bisschen und gibt es nur in den Grün. Und dann haben wir da noch einen leichten Sweater, auch ein bisschen sportlicher, auch einfach lässig zu einer Jeans um 52 Euro. Und jetzt geht's weiter mit den Frauen. Wie immer zeige ich dir gleich das Outfit, was ich anhabe. Heute habe ich mich dreimal umgezogen. Heute ist so ein Tag. Ja, manchmal habe ich Tage, da passt gleich alles und heute ist nicht so ein Tag. Ja. Da zeige ich dir gleich diese Bluse, die ist ganz leicht und dünn. Auch ein bisschen transparent, deswegen habe ich da jetzt mein doppellagiges Top drunter an. Und das sind lauter Einzelstücke, also jede Bluse gibt es nur einmal. Kostet 57 Euro. Da finde ich es halt super mit dem Blau, der Gürtel passt da perfekt dazu. Hinten ist sie länger, etwas länger. Und da ist sie kurz zum Binden, also da hört bei mir beim Nabel auf. In diesem Muster, so wie das, was ich anhabe, nur in Grün. Und dieses Modell gibt's. Dann habe ich meine Supergürtel wieder. Ich liebe die, ja, weil ohne den Gürtel würde der Strickrock gar nicht gehen bei meiner Figur. Jetzt zeige ich dir die Gürtel. Der Gürtel ist ja schön elastisch. Kennst du, habe ich da schon oft gezeigt. Schön elastisch, passt von Größe 34 bis 44 und haben alle eine silberne Schnalle. Außer einen in Schwarz habe ich noch mit einer goldenen Schnalle. Dann gibt es Beige Camel. Ich habe so ein bisschen ein strukturiertes Camel. Weiß, hellrot, ein dunkleres Rot, ein lila, ein dunkelblau und ein schwarz. Kostet 19 Euro, passt von Größe 34 bis 44. Und das letzte Mal habe ich dir eben diesen schönen Strickrock gezeigt. Ich habe ihn bis unter der Brust, weil du siehst da ja eh. Und ich habe ihn mir aber überhaupt jetzt kürzer gemacht. Einfach da ein bisschen gerafft. Und man kann ihn auch länger tragen. Warte, da hast du ihn schön, verdeckt er schön das Knie. Ich habe ihn aber trotzdem unter der Brust. Und jetzt zeige ich ihm, wenn ich ihn dir normal hüftig anziehe. Oder du hast ihn wirklich so midi lang dann. Bis zur Wade auch sehr schön. Schaut aus wie einfach wie ein edler Strickrock. Und gibt es in diesem schönen Blau und in Grau und kostet 34 Euro. Und dann habe ich hier noch die Stiefletten um 49 Euro. Hellblau ist ja auch eine ganz starke Farbe jetzt im Frühling. Und ich finde es einfach auch schön mit Beige kombiniert. Finde ich richtig edel. Und ich finde, da macht einfach die Kombi auch viel aus. Die Kette dazu, ich finde, so ohne ist so gar ein bisschen leer. Und die Kette macht dann noch den Pep, die kostet 25 Euro. Dann habe ich meine klassischen Bläser dazu kombiniert um 45 Euro. Die passen so für Größe 38, 36 als Oversize Bläser. Und jetzt zeige ich dir dieses wunderschöne Kleid. Das hat eben hier einen Stehkragen, lange Ärmel, kannst du da noch kurz machen, also ein bisschen aufstrecken. Und hier vorne ist es kurz und wird dann hinten
lang, also richtig ein lässiger Schnitt, hat wieder diesen A-Linien-Schnitt, ist für größere Größen, nicht für kleine Größen. Ich habe oben 40, 42 und habe da noch wirklich viel Platz, also geht sicher mit bis Größe 46, ab Größe 40. Und ich zeige es dir aber dann noch auch mit einer Jeans kombiniert. Wenn du sagst, na, mir ist zu kurz, ich möchte da meine Beine nicht herzeigen, zeige ich es dir mit einer richtig lässigen Jeans noch. Es ist auch nahtlos, finde ich auch richtig edel, also ein richtig schönes, edles Kleid und eben dieses vorne kürzer, hinten länger, macht so den Pep aus. Und kostet nur 44 Euro und gibt es noch in beige und schwarz, aber das zeige ich dir noch angezogen. Wir haben auch sehr viele solide Jacken und Jeansjacken neu. Ich zeige dir jetzt einmal ein paar Modelle. Das finde ich auch richtig cool, dieses Schwarz, das passt einfach da eigentlich, wäre auch der perfekte Farbenpartner-Look quasi. Dieses schwarze Kleid, was ich da gerade in hellblau gezeigt habe, und dazu so eine schöne, lässige Lederjacke, die hat auch wirklich schöne Details, gibt es in kleiner Größe. Ich habe jetzt die Large an, also die ist mir zu klein, die wird dann für Größe 38 passen und ich bräuchte XL und die fängt ab Größe Small an, also von Größe 34 bis 40 gibt es diese wunderschöne vegane Lederjacke. Und die kostet 69 Euro. Und dann habe ich noch eine für größere Größen. Die passt von Größe 40 bis Größe 46 gibt es die Jacke. Warte, sage ich dann gleich den Preis. Die kostet 73 Euro. Also die wird bei 42 anfangen. Das ist jetzt Größe 3x XL. Die ist auch bei die Arme schön locker und ist auch schön tailliert geschnitten. Auch mit den Stehkragen. Ich mache es nur kurz zu mal. Das ist auch eine richtig lässige, ja, wunderschön. Liebe ich diesen taillierten Schnitt da. Also wirklich schön. Geht jetzt nicht über den Po, aber die anderen sind ja alle so kurz. Schließen mit der Jeans ab, mit dem Bund, und die geht so ein bisschen drüber. Das ist die Lederjacke, die passt dann von Größe 40, 42 bis Größe 46 gibt es die Lederjacke. Und dann habe ich da auch noch eine wunderschöne Übergangsjacke. Passt auch für Größe 46, 48, 50 vielleicht, und da ist einfach so dieses Hahnentritt, das ist halt typisch Chanel auch, der Hahnentritt. Wow, schaut auch mega mäßig aus und kannst das Übergangsjacke aber auch drinnen tragen. Es hat so ein bisschen eine wollige Struktur, da hast Taschen, richtig edel. Und die kostet 59 Euro. Und jetzt ziehe ich mich wieder um. Beige und Rot finde ich auch eine richtig edle, schöne, sanfte Kombi, weil Rot mit Schwarz ist natürlich immer sehr schön. Aber ich finde eben dieses Beige, das ist dann richtig edel einfach. Mir sind die ja leider ein bisschen zu klein, immer die Blazer. Die passen eben von bis Größe 36, 38 auf jeden Fall. Und 40 wird dann schon ein bisschen eng. Das ist das Kleid noch einmal in beige gehalten. Die Stiefletten kosten nur mit 20 Euro. Gibt es in schwarz und in diesem schönen beige. Kannst mal gerne schreiben, welche Größe du hast. Dann schreibe ich dir das zurück. Und jetzt ziehe ich das Kleid noch einmal mit einer Jeans an. Schau mal, so ist sie einfach mit einer lässigen Jeans. Das ist halt so dieser Stilbruch, der total angesagt ist. Einmal dieses Fetzige mit elegant kombiniert. Ich habe jetzt da die Converse-artigen Schuhe kombiniert. Lederjacke wäre wieder cool drüber.
Also du siehst, du kannst das auch sportlich tragen, mit einer engen Hose aber unbedingt. Und wie gesagt, das Kleid passt ab Größe 40, weiß nicht, 38, müsste ich einmal sehen. Ich habe halt so Größe 40, ich glaube 38, schaut auch gut aus, bis Größe 44, 46 passt dieses schöne Kleid. Da habe ich auch ein Mega-Outfit. Zauberhose gibt es jetzt neu in Rot. Das ist ja die Jeans, die schön hoch rauf geht. Du hast hier einen breiten Gummibund, die geht bis zum Bauchnabel rauf und die gibt es von Größe 29 bis 38. Das heißt, von Größe, Konfektionsgröße 38 bis 46 gibt es die rote, in schwarz auch, hoffe ich. Oder ist das die kleine? Na, da haben wir die kleineren Größen. Kostet nur 45 Euro die Zauberhose. Ist einfach eine lässige Jeans. Du hast hier auch Taschen hinten und dann diesen Traum an veganer Lederjacke, auch schön kurz geschnitten, diese Steppung, diese wunderschönen Knöpfe, also richtig edel. Ich habe jetzt schon die Medium an, ja, also die fällt nicht klein aus, die Jacke, weil normal hätte ich X-Large, italienisch, und die fängt erst ab Small an, also die fängt erst ab Größe 38 an. Ich habe Größe 40 und gibt es bis XL, warte mal, ich habe 40, bis Größe 44, von Größe 38 bis 44 gibt es diese Mega-Lederjacke, also veganes Leder. Und dann gibt es in Beige auch, das zeige ich dir auch schnell angezogen. Beige schaut auch richtig edel aus, mit die, also richtig schön gemacht, also wow, 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 wow. Beige auch wunderschön, beige mit Rot, also will ich halt das Schwarz jetzt dann austauschen natürlich. Und ja, richtig schön weiblich. Und die kostet 69 Euro. Dann habe ich diese T-Shirts wieder. Die sind vorne etwas kürzer, hinten lang, über den Po drüber. Es ist auch eine Kette dabei. Die habe ich schon, hatte ich schon einmal. Die sind super, die liebe ich heiß. Die kannst du da aufknöpfen, dann ist kurz. Oder es ist so drei Viertel lang. Gibt es in Schwarz, in Weiß, in diesem dunkleren Grün, in Beige, in diesem Grün, Hellgrau und in Schwarz und kosten mit der Kette 29 Euro. Dann habe ich hier einen richtig schönen Trenchcoat, hat eine schöne Länge, geht über das Knie drüber, also eher nicht für kleine Frauen, das staucht ein bisschen. Ich bin 1,65, jetzt auch kein Riese, da passt das gut, hat dann einen Schlitz hinten. Ich wollte euch noch sagen, zu dieser Schlitze, wenn du hinten einen Schlitz hast beim Mantel, sind die manchmal zugenäht. Da ist ganz unten nur so ein Abnäher, den bitte immer öffnen. Es ist für mich immer, wenn ich da auf der Straße jemanden sehe, der den Schlitz zulässt. Also das ist gedacht, dass man das auftrennt. Ja, dieser wunderschöne Trenchcoat. Und noch schön ist, dass ich jetzt die Größe Small anhabe. Hier gibt es im Small, Medium und Large. Ich habe ja 40, 42. Dann geht der bis 44, 46 ist dann die Größe Large. Und ich finde ein Trenchcoat auch einfach edel, schick. Du kannst das auch hinten zubinden, das mache ich auch immer gern. Da wirkt er auch tailliert. Und der kostet 85 Euro. Dann habe ich diese Stiefeln. Auch nur mit 20 Euro reduziert, von Größe 36 bis 38, sind aber kleingeschnitten. Also du musst eine Nummer größer nehmen. Also wenn du hast Schuhgröße 35, ist 36 deine Größe. Um nur 20 Euro. Dann habe ich hier eine super süße, lässige Mickey-Maus-Weste. Also Mickey-Maus nehme ich ja immer,
wenn mich was anlacht. Die Ärmel sind auch schön lang und es ist eine angenehme, leichte Weste. Du hast da Seitentaschen um 45 Euro und hast da eben den Zip und mit einer Kapuze. Passt von Größe 38 bis 44, 46 passt die Weste. Dann habe ich hier eine schöne klassische Bluse. Ich liebe ja einfach elegante klassische Modelle. Die hat einen besonderen Schnitt. Sie ist oben schön weit, also wirklich gut für große Oberweite, also für mich ideal. Da habe ich mir passt die perfekt, die passt sicher bis 46 oben, ist aber nicht lang geschnitten und wird auch ein bisschen enger. Und da ist wirklich gut, wenn du dir die so ein bisschen reinschopfst. Und hier hat sie da so Abnäher, damit das dann so wirkt, als wäre sie drinnen, hinten auch in der Hose. Ja? Also ganz ein außergewöhnlichen Schnitt gibt es einmal in diesem schönen Hellblau um 38 Euro in Beige und in Rosa. Sind ja Modefarben im Frühling. Und da ist das Tolle, dass die eine Baumwollmischung ist. Weil ich finde, Blusen, die 100% Baumwolle ist, bügelt man sich wirklich oft zu einer Nurmi. Und dass die dann wirklich schön und so glatt ist, ist wirklich schwer bei Baumwolle, bei reiner Baumwolle. Und deswegen habe ich da einfach geschaut, dass das eine Baumwollmischung ist und eben nicht knittert. Das ist ideal. Da habe ich auch ein wunderschönes Shirt. Also die Farbe finde ich richtig genial. Du hast, wo ist denn, aha ja, warte, ich zeig's dir da. Du hast hier ein Bändchen und das ist schon zugezogen, dass das eben dann so schön fällt. Du kannst das auch offen tragen, dann wirkt es gleich länger, da geht es über den Po drüber. Passt von Größe 38 bis 44, 46, kostet 30 Euro und gibt es in diesen drei Farben. Da habe ich auch eine wunderschöne Bluse. Jetzt habe ich leider nur mehr Senf und Grün. Da schaue ich, dass ich die wieder nachbekomme. Die war wirklich sehr schnell weg. Die ist eher kürzer, ist dann auch ideal, wenn du es mit einem Rock kombinieren möchtest. Schön ist einfach diese Knopfleiste, sie hat einen schönen Ausschnitt, nicht zu tief, aber doch einen schönen V. Sie ist langarm, du kannst das dann so hochknöpfen und passt so bis Größe 40, kleine 40 und ab Größe 36, 38, dann fällt sie einfach lockerer. Und kostet 28 Euro. Von der Jeans will ich dir dauernd erzählen. Die Jeans habe ich wieder aufgestockt, die ist unten auch so ausgefranst. Das lieben viele, gerade im Frühjahr, Sommer. Und die kostet 54 Euro, ist auch wieder mit Stretchanteil schön hoch raufgeschnitten. Habe ich von Größe 38 wieder bis Größe 46 gibt es die Jeans mit Elastan. Da habe ich einen schönen Sweater in Happy Size, hat einen genialen Schnitt. Ich mag das, weil es einfach so ein bisschen was Außergewöhnliches hat. Der kostet 47 Euro, passt bis Größe 48 und ist eben nicht allzu lang. Ideal auch für kleinere Frauen, dass das dann nicht allzu lang ist und hat auch ein schönes, außergewöhnliches Muster. Und dann gibt es noch dieses Modell dazu. Der gleiche Schnitt mit dem anderen Design um 47 Euro. Hier auch Happy Size, aber lang geschnitten. Geht bis Größe 50, ab Größe 40, 42, 42 eher, weil es auch richtig schön lang ist. Und damit diesen Leo-Muster einfach auch wieder so ein Hingucker. Da wäre auch schön wieder eine lässige Kette dazu und kostet 46 Euro und gibt es auch in Grün. Auch mit diesem schönen Leo-Teil. So, ich bin schon komplett zerfleddert. Da
Dutzitscher da auf der Seite von An- und Ausziehen. Da habe ich ein absolutes Designerstück, das ist, das musst du wirklich mit Überzeugung tragen. Da hat so Taschen, es hat Ärmeln, es ist, wie du kannst das auch, es ist ja ein Poncho eigentlich, aber du kannst das natürlich so auch drinnen tragen und ich finde, das ist halt nicht für jede Frau, sage ich mal. Da brauchst du wirklich Selbstbewusstsein, finde ich. Das ist einfach kein Stück für, die es einfach nur klassisch möchte. Da fallst du einfach auf mit dem Teil. Ich liebe das, ja. Ich sage das immer wieder. Ich liebe das, wenn da was so schwingt. Wenn du mit dem gehst, da hast einfach einen Auftritt dabei. Und da gibt es noch zwei Farben davon. Das kostet 79 Euro, gibt es noch in diesem schönen Grün. Und einmal so in einen Schlammton. Das war's schon. Ich hoffe, es hat dir wieder was gefallen. Schreib mir, mach mir einen Screenshot. Ich schick's dir gerne per Post zu. Oder du kommst zu mir ins Geschäft und ich reserviere es dir. Oder wir sehen uns bei der Messe am 3.3. in Bottendorf. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Dickes Bussi, deine Mio.